Und willkommen zu Let's Play Company of Heroes 2 mit mir, den Florian. Und jetzt ist die Wehrmacht dran. Und ja, jetzt muss ich das wieder erstellen. Komischerweise hat nämlich Company of Heroes alles bei mir rausgetan. Aber jetzt kann ich mal kurz die verschiedenen Kommande zeigen, die ich verwende. Den hier nicht. Den hier nicht unbedingt, nur wenn ich mal Lust habe. Auch nicht. Ich mag nicht meine speziellen hier, mein Elefantpanzer, den nehme ich sehr, sehr oft. Damit habe ich schon einige Battles gewonnen. Ja, habe ich noch nie verwendet. Auch noch nicht. Grenadiergruppe, naja. Wie gesagt, die haben da sehr interessante, aber ist halt wirklich so eine Sache für sich. So, den habe ich schon öfters verwendet. Und ansonsten eigentlich keine groß. Ja, und den da hier noch, stimmt. Jetzt heißt es ausrüsten. Jetzt haben wir unsere Kommandanten ausgewählt. Einmal hier Elefantpanzer. Ganz gut. Und hier ist es vor allem die Pack. Ne, die Pack. Diese, na gut, das ist die 10. Okay. Da ist halt vor allem jetzt wegen den 8 cm Granatwerfer. Damit kann man halt da wegen Unruhe stiften. Und hier sind einfach nur die Gräben und hier die Pack 43. Die macht einen ordentlichen Wumms. Jo. Dann starten wir. Und ja, schauen wir einfach mal, wie wir es angehen. Jetzt mache ich erstmal das Wichtigste. Kommandanten haben wir. Aufklärungsberichte. Wir gehen auf Sniper. Wie ich schon mal gesagt habe, ich spiele sehr gerne mit Sniper. Und ja, ob wir den Elefantpanzer auch bekommen, ist so eine Sache. Ich hoffe mal. Oder wir gehen auf das hier. Kann ich die Pack verbessern? Aber na gut, wir werden hier sowieso die Pack 40 aufbessern. Und dann passt es. Okay. Dann noch ein paar Skins. Nehmen wir jetzt einfach mal die hier. Und dann noch einmal drei für Land. Dann nehmen wir mal die da. Also für warme Ortschaften. Bildumrandung. Weil das wieder irgendwie nicht so richtig passt. Nehmen wir mal. Ah, das hier. Und Siegesschlag. Haben wir nur ein was? Nehmen wir das hier. Spielersuche gegen KI mal wieder. Und dann schauen wir doch gleich einmal. Gesagt, Wehrmacht ist was ganz, ganz Tolles. Sind da schon seit Anfang an dabei. Ich bevorzuge halt wirklich die Sniper. Kosten sehr viel, ja. Und man hat halt nur einen Soldaten, der ist halt sehr schnell weg. Was auch sehr ärgerlich ist, wenn er stirbt. Allerdings macht er mit einem Schuss einen Gegner tot. Und das ist schon ziemlich geil. Und außerdem ist er unsichtbar. Solange, bis er schießt oder wenn er halt einmal in der Gegend reinkommt, wo es offensichtlich ist, da kann man ihn noch sehen, aber er ist eine ziemlich lange Zeit unsichtbar und das ist richtig gut. Ja. Wehrmacht. Was haben die überhaupt für Vorteile gegenüber den anderen drei? Obwohl wir nur gegen zwei kämpfen. Die Sniper. Es sind zwei Soldaten statt nur einer. Genau. Ne, einer ist es. Ist ein Nachteil. Der ist aber der Beste, bessere. Der ist besser als die russischen Sniper. Obwohl die russischen Sniper war halt die Sache gewesen. Die gab's, weil die richten sich ja nach dem echt, nach der echten, ja. Der russische Sniper gab's ja schon davor. Vor den deutschen Snipern. Die haben sie erst ausgebildet, nachdem sie von den russischen Snipern überrannt wurden. Kann man, glaube ich, hier sogar nachlesen. Die deutsche Armee nahm den Ausbildungsprogramm für Scharfschützen 1942 wieder auf, nachdem sie unter dem sowjetischen Ausbildungsprogramm gelitten hatte, das über 430.000 Scharfschützen hervorgebracht hatte. Deutsche Scharfschützen waren mit dem Schwerpunkt auf Tarnung gut ausgebildet und verwendeten spezielle handgefertigte Gewehrpatronen sowie qualitativ
hochwertige Zieloptiken für ihre fantastischen Gewehre. Damit waren Treffer aus bis zu 1000 Meter Entfernung möglich. Heutzutage würde man sagen, Bitch, please, ja, aber damals richtig gut. Jo, wie gesagt, die nehme ich vor allem. Dann natürlich meine Packs, weil man mit denen halt immer noch am schnellsten jetzt irgendwas gegen Panzer bekommt. Ja, wie gesagt, vor allem die Sniper sind halt hier besonders gut, finde ich. Was gibt's hier noch? Panzerabwehr ist ja bei den Sowjets wieder richtig gut. Panzer ist bei den Deutschen wieder sehr gut. Da sind die ja wirklich gut dabei. Und ja, Infanterie halt eher nicht. Nicht insgesamt. Zweimal US Forces. Und wir haben nur einmal unser Oberkommando. An sich ist es ja kein Nachteil, aber die Einheiten, die Soldaten, sind schon etwas stärker. Das ist halt das Problem. Ich bin mir der Letzte wahrscheinlich. Ich arbeite mich so langsam hoch. Wie gesagt, ich habe jetzt momentan das Fenster zu. Der Ventilator ist aus. Bin aufgestanden und sofort an den Rechner, ja. Einfach mal, um ungefähr noch etwas von der Kühle noch zu behalten. Ja. Es ist jetzt auch nicht mehr so kühl. Aber ich freue mich schon sowas von auf den Winter, ja. Auf den Winter laufen die Rechner auf Hochtouren. Boah. Ja. Die Welt hier ist eigentlich eine ganz schöne. Kommt anscheinend irgendwie viel zu oft dran. Ich habe aber nichts dagegen. Ich kann mich jetzt bloß nicht daran erinnern, wie die nochmal aufgebaut war. Ach, die war de. Nee. Welche war das? Keine Ahnung. Müssen wir mal. Ach so, jetzt weiß ich's. Okay. Ich tippe mal sehr stark, dass ich dann oben links hin muss. Hier hin. Ihr könnt ja meine Maus sehen. Naja, muss ich bis jetzt jedes Mal. Ach, da drüben musste ich noch nie. Oh, das wäre wahrscheinlich richtig heftig. Obwohl, das hier ist auch nicht besser. Na los, lade. Naja, ja, wie gesagt, Wehrmacht wird interessant. Da können wir noch ein wenig aufpassen. Wie gesagt, Wehrmacht hat halt da immer nur ein wenig was von allen. Zum Beispiel ihre Mörsertypen haben die zwar, aber sind nicht unbedingt so cool wie die sowjetischen. Die Soldaten sind nicht so cool, aber halt die Panzer. Die können halt vor allem mit den Panzer punkten. Da sind halt die Deutschen wirklich gut dabei gewesen. Und ja, es gibt da schon Soldaten, wenn man sie ausbildet und so weiter, sind sie richtig, richtig gut. Allerdings, ja, kommen halt die Sowjetischen mit den Guten schon ganz am Anfang an, ja, und machen einen platt. Und man kriegt sie halt erst später. Komm schon, zwei Patrouillen noch. Füll auf. Ach ja, bei kritischem Schaden oberer Schütze getötet, ist der Schütze, der die mutierte Waffe benutzt, ausgeschaltet. Ja, okay. Ja. Unten sind immer noch ein paar Tipps, immer was Schönes. Und jetzt mal wieder eine kleine Geschichte über diese Ortschaft, ja. Was da passiert ist, wo wir jetzt nachspielen werden. Alter, 10 Minuten. Und das jetzt eine. Und das jetzt nur fürs Warten. Unglaublich. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Zeit dafür brauche. Jedes Mal. So. Nehmen das Ziel ein. Bereit. Nein, 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 nein. Die gute Ihr müsst Nachricht erstmal ist, bauen. dass uns Das ist bald jetzt wieder das Aufbruch Nachteil, droht. ja. Die müssen erst einmal bauen. Das ist halt das große Nachteil, weil sie die einzigsten sind, soweit ich weiß. Wo man einen Soldaten braucht zum Aufbauen. Fertig. Rücken vor zum Ziel.
So. Und jetzt bauen wir Scharfschützen. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, welches nehmen wir hier? Hier könnt ihr Granatwerfer verwenden am Anfang. Ihr könnt mir Gräben bauen, allerdings wenn dann die Pioniere mit Feuer kommen, ist es ziemlich kacke. Dafür haben wir Panzerfallen. Halten wir die Panzer etwas von uns fern. Und hier hätten wir halt einen Elefantenpanzer am Schluss. Und los geht's. Ein neuer Scharfschütze steht unter unserem Kommando. Okay. Scharfzielposition So. Nummer 1. Nummer 2. Ja, wen nehme ich denn jetzt halt? Okay, ich glaube, ich nehme den Elefantpanzer diesmal nicht. Ich glaube, die Gegner sind tot, bevor wir überhaupt so weit sind. Granatwerfer. Gräben. Ich habe jetzt aber die Pack 43 jetzt nicht perfekt ausgerüstet. Schwierig. Sie brauchen. Ja, ich gehe. Schwierig, Pioniere schwierig. zu allem Was bereit. sollen wir jetzt machen? Pioniertrupp. Wie gesagt, da. Ein Scharfschütze ist eingetroffen. Ist gewachsen. Scharfschütze So. unterwegs. Okay, also. Ich lasse den hier mal weg. Gräben bringen aber auch nichts groß. Deutsche Infanterie. Wir haben hier genug Gebäude. Ich hatte mal auf Elefantenpanzer. Auf uns ist Verlass. Wir werden das einnehmen. Ich gehe dorthin. So. Drübersteigen. Wie gesagt, er ist so schön unsichtbar, ja. Scharfschütze auf dem Weg. So, versteck dich mal schön hier. Und ja. Und danach müssen wir jetzt hier wieder ausbilden, die Pioniere einzelnen Dinger. berichten Einnahme des Ziels. Und das ist halt ein Jawohl, wir sind kleines in Bewegung. Nachteil, ja. Wir werden das einnehmen. Alter, Wir nehmen das ein. Ganz unglaublich, sicher. wie schnell das leckt. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht oft. Der Feind hat uns Sonst gesichert. haben wir ein Greifen Problem. die Infanterie an. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. So. So. All die Typen ab. So. Den tun wir da rein. Infanterie hat mich gesichtet. Bereit. Wir nehmen das für Deutschland ein. So. Töten, 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 töten. Und Bam. Ja, mein Sniper erledigt sie alle. Guter, guter Sniper. So. Wir haben nun Zugang zu besseren Waffen und Soldaten. Sehr schön, sehr schön. Wir brauchen aber allerdings noch mal einen Sniper. So. Was ist denn du für eine Entfernung? Gut, die ist in Ordnung. Und so. Gleich immer wegen aus. So, aussteigen. Zwei. Ich brauche so vier Sniper. Ja, das ist mein Plan immer. Dann kann ich öfters schon die meisten Trupps auf einmal ausschalten. Ein neuer Scharfschütze steht unter unserem Kommando. Scharfschütze in Bewegung. So. Er ist bereits angekommen, das ist sehr gut. Die sind verdammt schnell beim Rennen, ohne Witz. So. Wie gesagt, hier habe ich vor allem die Sniper, die ich verwendet. Die sind eigentlich alle gut. Vor allem im G-Trupp und so weiter und so fort. Jetzt geht es erstmal auf die leichte Einheiten. So. Ja, wir machen sie anscheinend jetzt schon nebenbei kaputt.
Bewegung, Pioniere. Okay. Pioniere, mir nach. Warte mal, können wir noch gleich wieder das nächste bauen? Bam. So. Von denen brauche ich eigentlich höchstens nur die Pack, die Panzerabwehrkanone. Wir sind unterwegs. Also ich brauche nicht viel. So. Bringen wir mal die alle darüber. Okay. So, haben wir schon mal die zusammen. Das ist schön. So. Das nächste kommt dann bald. Mal wieder aus. Wieder bauen. Solange es kein Fahrzeug kommt, müssen wir auch nicht in den Rückzug gehen. Aber wenn eins kommt, sofort in den Rückzug. Das brauchen wir uns gar nicht zu leisten. So wie das hier. Sobald es auf uns zufährt, ist Ende. Das Hauptquartier wurde verbessert. Mittlere Panzer, da ist ein Flammenwerfer. Raketenartillerie sind jetzt verfügbar. Und? Halbkettenfahrzeuge sind jetzt mit Panzerabwehr nachgerüstet. Und nachladen und gleich sind sie weg. Eins. Boom. Überlebe. Puh, ganz knapp. Richtig knapp. Ich sag, die haben echt nicht viel Leben. Und das ist halt so ein Problem. Die gute Nachricht ist, dass uns beim Bauen warm wird. So. Okay, jetzt holen wir uns noch einen Sniper. Wir bräuchten noch einen. Okay. Ja, meine Einheiten sind halt noch im Rückzug. Ein Schneesturm zieht auf. Oh je. Sobald die das gebaut haben, muss ich mit denen vorrücken. Das Gute ist, die Sniper ist der Schneesturm eigentlich fast egal. Die gehen da einfach durch. Die sind gut eingepackt. Ein Scharfschütze ist eingetroffen. Ausrücken, Pioniere, unterwegs. So. Sie brauchen einen Scharfschützen. Los, beeilt euch, sonst geht ihr vor die Hunde. Ja, ja. So, weg mit denen hier. Vorsicht, Schneesturm. Pioniere zu allem bereit. Ja, geh du mal da ins Feuer. So, und alle hopp, gehen wir mal schön drüber. Wir sind perfekt getarnt. So. Jetzt erobern wir das Ding wieder. Sie brauchen einen Scharfschützen. Ja, ich gehe. Und du? Gehst mal schnell dorthin. Und hüpfst mal da drüber. So, du auch? So. So, schnell, schnell, schnell. Bau auf. Ui. Bereit zum Einsatz. Zielposition bestätigt. Gut. So, und jetzt bauen wir mit dem hier noch was Schönes auf. Erstmal das hier. Das ist eigentlich ein Hauptding, was man baut. Das baut man eigentlich immer, ja. Weil es die reinste Unterstützung ist. Eine sehr wichtige Unterstützung sogar. Weil hier könnte man zum Beispiel Sanitäter erholen, MG oder Kommando-Ding. Da können sie sich dann wieder auffrischen. Das ist sehr wichtig. So. Jetzt bauen wir mal hier ein paar Panzer.
So, dann bauen wir die da, weil dann können wir gleich zwei Stück bauen. Ist ja noch genug Zeit. Der Bunker wurde nun zu einer medizinischen Notstation umgebaut. So. Und mein Soldat wird geheilt. So, dann machen wir hier eine Kommandobasis. Und jetzt machen wir hier eine MG. Unsere Sniper können jetzt wieder vorlatschen. Die machen jetzt den Rest weg. Das wird auf jeden Fall heute eine 40-Minuten-Folge. Komm schon, ihr schafft es. So, kacke, dass es am Anfang 10 Minuten waren. Voll heftig. Bereit zum Einsatz. So. Und das Coole ist, man kann auch reingehen, das heißt, da werden sie auch nochmal aufgewärmt, falls kein Feuer in der Nähe sein sollte. Ah, Suchscheinwerfer. Okay. Der Schneesturm legt sich. Das Wetter beruhigt sich wieder. Oh, das ist ein Gebäude. Unser Bunker kann nun ein MG42 unterbringen. Weg, 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 weg. Böse, böse, böse. Okay. So. Das Wetter hat sich beruhigt. Der Schneesturm ist vorüber. Okay, jetzt können wir angreifen. Ein Sturmgeschütz ist bereit zum Einsatz. Und die Nummer 4. Auch her. Die schnellste Art, die Gegner niederzumachen. Dagegen können sie kaum was machen. Es ist göttlich. Wie gesagt, Sniper ist meine absolute Lieblingsklasse. Oh, scheiße, ich habe jetzt den Panzer immer ausgerüstet gehabt. Der muss hierher. So, die kann man jetzt auch mal wieder schön ausrüsten. Wenn du die 5 Kommandopunkte. Naja, rüsten wir erstmal mit deinem G aus. So. Hier ist er 3. So. Okay. Dann passen wir mal einen Aufklärungsflug hier hin. Vor den Augen am Himmel kann sich der Feind nicht verbergen. Dann schauen wir mal, wo was da alles kommt. Und da kommt mein Aufklärungsflugzeug. Das ist auch mein Lieblingskommandant. Vor allem wegen Elefantpanzer, Stucker und alles. So, ansonsten ist hier nichts. Der Feind greift eines unserer Gebäude in vorderster Front an. So, da haben sie Panzerabwehr. Das heißt, wir gehen erstmal dorthin. Und weg mit denen. Okay. Eines der vorderen Gebäude wird angegriffen. Ja. Fahren wir etwas weiter vor. So, bauen wir den hier noch. Mittlerer Panzer. Miami. Obwohl, bauen wir uns das hier. Und das hier. Sie brauchen einen Scharfschützen. Gut gemacht. Der Feind greift eines unserer Gebäude in vorderster Front an. Was heißt hier gut gemacht? Der Feind greift eines unserer vordersten. Ja, klasse. Ja, klasse. So. Warte mal, du bleibst mal hier. Vordere Gebäude wird angegriffen.
Strahl mit dir da. So. Aufs Gebäude. So. Der Feind greift eines unserer Gebäude in vorderster Front an. Ah, okay. Gut, dass er mich warnt, mein anderer Kollege. Weg mit euch. Ach, die schalten sich so nebenbei aus. Der Feind erobert unser Gebiet. So. Töten, töten, töten. Und jetzt sind sie ganz schwach. Der Feind versucht uns unseren Sektor zu entreißen. So, du steigst mal aus hier. Und rennst mal zurück. So. Okay. Gucken wir mal. So. Jagen wir mal den Panzer hier. Wenn hier sonst nichts ist. Nicht ins Eis, nicht ins Eis. So. Weg mit dem da. Okay. Dann haben wir noch den nächsten Panzer, auch noch hierher. Und wir haben eine Stufe geschafft. Wir müssen jetzt in unser Territorium rein. Und dann sind wir safe. Ah, das schaffen die. So. Dann nochmal ein Tester hier. Dank unseres Kommandanten können wir das auch noch machen. Um eine geilere Entfernung. So. Okay. Dann wird das Pärchen immer langsam etwas größer. Okay. Bam. Und bam. Ja, jetzt greifen sie den Stützpunkt schon an. Ganz friedlich. Na? So. Ja, ist gleich zu Ende. Wir haben jetzt aber 30 Minuten Part. In Ordnung. So. Machen wir die hier noch nieder. Boom. Boom. Lol, meine Sniper sind weg. Fuck. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil wir schon beim Gewinn waren. Gar nicht gemerkt, wie ich sie verloren habe, die Sniper. Ah. Ja, wie gesagt, so leicht geht es auch schon mit Standardgegner. Wie gesagt, ist nicht schwer. Wenn ihr wisst, was ihr bauen müsst, dann kein Problem. Unglaublich. Jetzt habe ich meine Sniper verloren. 4 Stück. Weg mit dir. Braucht die schon. Weg mit dir. Ja, das letzte Gebäude hier noch. Das war's dann. Und jetzt haben wir Sieg geschlagen. Wir beschenken das Vaterland mit einem Sieg.
Sehr schön. So. Ja, die anderen waren auch ziemlich hoch. Und jetzt gehen wir mal zurück zum Hauptmenü, damit es nicht noch länger dauert, weil eine 30-Minuten-Folge schon ziemlich lang. Wäre eigentlich nur eine 20-Minuten-Folge, wenn hier nicht diese 10-Minuten-Dinge gewesen wären. Tja. Na, na, na. Also. Überblick. Einheiten verloren, 7. Davon waren 4 Stück Sniper, echt ein Jammer. Der eine hat richtig reingekaut mit Schaden. Ja, nicht schlecht. 20, 51. Okay, das war jetzt halt am Schluss erst. Ja, das war's mit der Wehrmacht. Und das nächste Mal geht's weiter mit den Sowjets. Bis dann, Leute. Ade. Ciao.